Gut, dann mache ich das jetzt mal tatsächlich, dass ich den ganzen Weg zurücklaufe. Diesem komisch Trainer eins auf die Mütze zu geben. Zumindest wenn ich den nochmal finden kann. Muss ich jetzt hier durch? Warum? Abgelevelt! Na tolle, gerne neue Fähigkeit gelernt. WTF? Na toll. Dann war das ja für die Katz. Und ich habe gehofft, ich könnte nochmal gegen den Trainer antreten. Und noch ein paar Erbsen sammeln. Das wäre ganz toll. Geh jetzt einfach mal in diese Höhle, mal sehen, was da kommt. Na klar, da sieht man überhaupt nichts. Hä? Warum findet man da den Weg überhaupt nicht? Das gilt nicht sofort. Der Köter braucht ja unbedingt ein Level up, damit er was taugt. Da kann man lang laufen. Hier ist auch schon wieder nicht mehr. Ich hätte gern das Item, aber wahrscheinlich komme ich da überhaupt nicht dran. Kommen wir ja gar nicht voran. Vor allem wahrscheinlich werde ich das Item dann doch nicht kriegen. Nee, da komme ich wohl nicht dran. Versuche ich lieber wieder rauszugehen.
Dann level ich halt hier. Ja, es wird halt noch ewig dauern, bis das eigentliche Spiel losgeht. Also bis wirklich mal richtige Moves verfügbar sind und alles Mögliche. Und wahrscheinlich auch bis anspruchsvolle Gegnertrainer kommen. Immerhin hat der Köter jetzt endlich mal wieder ein Level geschafft. Der kriegt immer noch keine neue Fähigkeit, toll. So, es wird erstmal noch weiter gelevelt, bevor es dann zum Trainer geht. Also zum Gym. Wo ich dann wahrscheinlich nach jedem einzelnen Gegner-Trainer zur Heilung zurückgehe. Das sieht ja mal gar nichts ab. So dauert das Leveling ja ewig. Ich bin halt leider nur ein kleiner Noob, der keine gescheiten Pokémon hat. Level geschafft! Ja, aber der ist jetzt dummerweise nur Level 5. Und taugt also eigentlich gar nichts. Wir müssen noch einige Level schaffen. Nur Glück gehabt, dass es jetzt trifft. Super, aber je öfter der den Nervangriff macht, umso weniger werde ich treffen. Ich glaube, so langsam kann ich überhaupt nicht mehr treffen und soll deshalb besser wechseln. Und halt wieder der nervige Goethe. Super, jetzt wird der natürlich auch dauernd nicht treffen. Na, Glück gehabt.
hoffe, dass man jetzt bald endlich mal wieder ein Level schafft. Ja, aber das sollte auch endlich mal treffen. Was haben meine aber auch alle nur Tackle? Auch mal was Besseres. Levelt der wenigstens schneller. Allerdings habe ich gelesen, dass wenn der ein zu hohes Level erreicht, dann hört der nicht mehr. Wird dann also nutzlos, es sei denn, man benutzt exzessives Safe-State-Cheating, das ja keiner sehen will. So, jetzt müsst ihr aber ein Level abgeben. Und leider keine neue Fähigkeit, schade. Aber ich will den wenigstens auch noch bis 8 hochleveln, egal wie ewig das dauern wird. Wie gesagt, ich will bei dem Göm dann auf jeden Fall gewinnen, ist ja wohl klar. Wobei in dem Göm ist das meistens auch so, dass die Gegner ganz hohe Levels haben. Und entsprechend auch viele Erbsen geben, wenn man sie dann doch besiegen kann. Allerdings ist zu befürchten, dass ich ganz viele E-Tanks brauchen werde, um da durchzukommen. Damit es nämlich nicht ganz so viele E-Tanks werden, die ich brauche. Die ich wenigstens noch ein paar Level absolen. Nee, dieser Erfahrungsboost ist echt nützlich. Dann geht es nämlich nicht ganz so unerträglich langsam. Noch ein zu komischer Vogel und ich schaff wieder ein Level ab.
Boah, Glück gehabt. Das wird jetzt wahrscheinlich dauernd einsetzen. Boah, Glück gehabt, dass er dauernd daneben trifft. Na klar. Das werde ich natürlich dauernd daneben treffen. Na, endlich trifft man einer wieder. Hochgelevelt. Ach, hätte denn jetzt nicht eine Fähigkeit kriegen können. In Generation 1 hat der sowas wie Byte gehabt. Wobei das wahrscheinlich gegen die Trainer Nervköpfe gar nicht mal so gut wäre. Weil Byte ja nur dann was bringt. Wenn das eigene Pokémon überhaupt lang genug überleben kann. Bis der Effekt von dem Byte losgeht, kann man dann nämlich überhaupt nichts mehr machen. Also die Namen von den Angriffen, die sind übrigens in der deutschen Version auch ganz grottig übersetzt worden. Ich will gar nicht wissen, wie das Byte auf Deutsch heißt. Unter anderem hat man nämlich Self-Destruct sinnvollerweise mit Finale übersetzt. Na toll. Also wenn ich jetzt auf No gehe, dann ist es wahrscheinlich so, als würde ich fliehen. Angriff! Der ist dagegen nämlich resistent. Komisch ist nur, dass ein Steintyp durch das Wien-Wip ganz besonders viel verliert. Was wird's denn in echt einem Stein bitteschön ausmachen, wenn eine Ranke um ihn rum ist? Gar nix. Normalerweise müsste Wien-Wip gegen Steintypen also nicht sehr effektiv sein eigentlich. Genauso müsste einem Stein überhaupt nichts ausmachen, wenn er von einem Wasserangriff erwischt wird. Aber das ist merkwürdigerweise auch sehr effektiv. Eigentlich müsste man für Steintypen mindestens einen Vorschlaghammer haben, um denen was machen zu können. Und ja, ich weiß, sehr geehrter Zuschauer, dass es total langweilig ist, mir hier zuzugucken, aber so arg lang werde ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr rumleveln. Ich mache noch ein, zwei Level-Ups und dann versuche ich halt das Göm, egal ob ich da fertig gemacht werde. Soviel ich weiß, ist es so, dass bei anderen Let's Playern, die Pokémon in irgendeiner Generation als Let's Play spielen, dass es da dann immer Kommentare gibt, von wegen man hätte zu hohe Levels oder so. Also so nach dem Motto, man ist ein Zucker, wenn man zu arg levelt, bevor man sich an die Trainer rantraut. In meinem Fall ist es allerdings so, dass ich gar nicht weiß, wie hoch man normalerweise leveln wird. Sondern ich level halt so,
bis ich glaube, dass es genug ist. Dann hoffe ich einfach, die Kämpfe bestehen zu können. Abgelevelt. Ach nö, der will endlich mal einen neuen Move haben, aber er kriegt keinen. So, und jetzt soll der noch ein Level abkriegen und dann kommt das Gym. In der Hoffnung, dass ich das dann schaffen werde. Ich frage mich, ob das ein Zeichen dafür ist, dass ich irgendwas falsch mache, wenn am Anfang jeder Kampf so ewig lang dauert mit Tackle. Ich meine, man hat doch nichts anderes. Und wenn man sich aber Let's Plays von anderen anguckt, dann ist es so, dass Single-Hit-Kills an der Tagesordnung sind und so. Vor allem in so einem Pokémon Weiß-Let's Play, das ich mal geguckt habe, da hätte man fast schon sagen können, wenn man den Gegner nicht mit einem Treffer killt, dann ist einem sein eigenes Pokémon ganz einfach weg. Weil der Gegner dann nämlich auf jeden Fall einen Single-Hit-Kill durchführt. Na klar. Es ist echt mal unfair, dass der Vogel ein viel besseres Deckel hat als die ganzen anderen. Ich hätte so einen Vogel fangen und in mein Team aufnehmen sollen. Aber immerhin habe ich jetzt mal wieder ein Level geschafft. So, und dann bin ich jetzt also bereit, mir in den Arsch kicken zu lassen. Ich bin mal gespannt, wie lange die Fieslinge in dem Gym dafür brauchen. Und ob ich vielleicht sogar schaffe, einen von denen zu besiegen. Das glaube ich, dass es... Also gehe ich mal davon aus, dass es wieder so ist wie in Gelb. Dass in dem Gym mehrere Trainer nacheinander kommen und dann am Ende der Boss. Hä? Sonst steht da nichts oder was? Okay, toll. Hey, die stehen natürlich so, dass man ihnen überhaupt nicht ausweichen kann.
Der hat nur einen einzigen. Na toll, der ist schneller. Ist der ein alter Fiesling? Na super, jetzt zeigt er es mir. Also die Verteidigung zu erhöhen hat jedenfalls mal gar nichts gebracht. Muss ich jetzt natürlich Stein. Ihnen sollten diese komischen Vögel nämlich nichts machen können. Ja, zum Glück. Ich meine, was bleibt mir sonst übrig? Ich kann ja von Glück sagen, dass dieser Gegner nur ein Pokémon hat. Ach so, genau. Vor allem wollte ich nämlich eigentlich noch Vorräte holen. Also E-Tanks und so. Wenn ich davon ausgehe, dass ich sie brauchen könnte. Nämlich Revive gibt's so früh im Spiel natürlich noch nicht. Und tschüss. Okay, der erste ist sich jedenfalls mal aus dem Weg geräumt, aber der war ja auch nicht so stark. Obwohl natürlich keiner von denen zu unterschätzen ist. Mal sehen, was die hier haben. Die Escaping from Caves. Also wenn man in der Höhle ist und befürchtet, Game Over gemacht zu werden, oder was? Da gibt's sogar das. Hä? Egal, ich wollte jetzt jedenfalls E-Tanks. Ist ja wohl klar. Kann natürlich sein, dass ich sie gar nicht brauchen werde, aber wenn ich sie brauche, dann ist es natürlich gut, dass ich sie hab. Wieder so ein Fiesi-Miesi. Der wird jetzt wahrscheinlich viel schwieriger sein. Ja, immerhin mehrere. Wechsel einfach schon mal gleich. Wahrscheinlich will er wieder dauernd Zent Attack benutzen. Und ich werde mit Tackle natürlich ewig brauchen, bis der endlich alle gemacht ist. Das hätte ich natürlich gleich machen sollen. Aber dafür sollte er jetzt zumindest einfacher zu killen sein. Jetzt bringt das Deckel nämlich was. Sehen, ob der Hund was taugt. Vielleicht kann der den Gegner ja killen.
Sehr Glück gehabt, dass der Hund richtig getroffen hat. Aber dafür braucht der Hund ja viel zu viel Erfahrung, bis er endlich mal wieder ein Level schafft. Ach nee. Ach so. Der heißt Falkner, weil er ganz viele Vögel hat. Na klar. Vielleicht hat er ja auch eine Vollmeise. Okay, dann sind wir jetzt also bereit. Und dann kommt jetzt der Typ schon selbst. Guten herzlichen Tag. Ja, natürlich. Natürlich Absicht, dass man hier noch nichts Elektrisches haben kann. Und die sind ja wahrscheinlich Level 15 oder so. Nicht? BTFia ist gerade mal Level 7. Dann sollte er ja eigentlich ganz einfach zu besiegen sein. Wie will der mich denn dann schaffen, wenn dem seine Pokémon gerade mal Level 7 sind? Toll, er fährt aber irgendeinen Fieslingsangriff. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Erschimisi schwierig ist. Weil er so komisch Spezialangriffe hat. Warum benutzt er das ja jetzt anscheinend dauernd? Spiel mal ausprobieren, was Rohr jetzt macht. Wahrscheinlich nix. Irgendwas scheint es zu machen. Na toll, das bedeutet einfach nur, dass der Gegner gezwungen wird zu wechseln. Hätte ich mir ja denken können. Natürlich! Jetzt kann ich ja überhaupt nichts mehr gegen den machen. Das wohl was gegen den bringt? Wahrscheinlich nicht. Ja, nee, das bringt gar nichts. Dafür gilt der meinen jetzt aber gleich. Tja, ich bin am Verlieren. Der ownt mich. Damit habe ich nicht gerechnet. Der ist viel zu gut. Wie soll ich den denn bitte schön schaffen? Hä? Ach so, das heißt ja immer weg. Weiß, jetzt zählt das aber auch als Spielzug. Und der Erschi ist schneller als ich.
Darf ich schon wieder einen E-Tank verböllern? Zum Glück habe ich so viele. Dann würde ich nämlich mal sagen, dass ich es mit Harten versuche. Dass ich das dann mehrfach hintereinander einlöse. In der Hoffnung, dass meiner dann nur noch ganz wenig verliert, wenn er getroffen wird. Toll, was muss das aber auch super effektiv sein. Na klar! Irgendwie bringt das Harden ja überhaupt nichts. Na toll. Versuche ich den jetzt aber wenigstens mal lahmärschig zu machen. In der Hoffnung, dass das klappt. Wahrscheinlich ist er immer noch schneller als ich. Na klar! Es sieht nicht gut aus. Sieht immer mindestens 7 ab, wenn es mich trifft. Obwohl ich extra Harden eingesetzt habe, damit es mir nicht mehr ganz so arg viel absieht. Und das, was ich mache, das sieht fast nichts ab. Ich traue mich jetzt aber leider auch nicht wirklich zu wechseln. Ich fürchte, er macht mich Game Over, dieser Trainer Miesling. Weil gegen den kann man ja überhaupt nichts machen. Das war ein kritischer Treffer und zieht trotzdem überhaupt nichts ab. Na klar, ist der ein Cheater. Ja, ich weiß, ich habe einen Safe State geladen, na und? Hauptsache, ich schaffe den Fiesling überhaupt. Normalerweise habe ich jetzt nur noch einen E-Tank. Ich verballer meinen jetzt absichtlich, damit ich wechseln kann, ohne sofort von dem Gegner angegriffen zu werden. Es könnte aber trotzdem knapp werden. Wenn der es jetzt nicht schafft, dann wird's nix. Ja, Glück gehabt, jetzt war ich mal schneller als der. Na toll. Ja, Glück gehabt, dass er trifft. Na, bringt mir ja eigentlich nichts. Aber ich meine, der ist eigentlich nur Level 7, also... So stark darf der eigentlich gar nicht sein, dass der eine wirkliche Bedrohung für mich darstellt. So
Nur, dass er so ein nerviges Mudslap hat. Ja, Glück gehabt, meiner trifft. Glück gehabt, dass meiner immer noch trifft. Nämlich eigentlich müsste meine Treffsicherheit jetzt ganz niedrig sein. Nach den vielen Treffern von diesem Nervteil, das der benutzt hat, aber Glück gehabt. Boah, das war vielleicht mal knapp, ey. Boah, ey. Bringen, wenn ich so einen Vogel hätte, wahrscheinlich. Jetzt sagt, dass ich da gewonnen habe. Komisch ist nur, dass der Rivale anscheinend... Hä? Hier nehme ich eigentlich erwartet, dass es wieder so ist wie in Gelb, dass der Rivale sowieso schon überall gewonnen hat. Ach so. Na toll. Ich frage mich, ob man das in einem echten Kampf dann benutzen kann. Wäre aber eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Wobei andererseits... Spannende Frage ist nämlich, wo geht's jetzt weiter? Ich müsste jetzt nämlich nach da unten gehen. Okay, wir sehen uns dann wieder im nächsten Video.